Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Wir schauen uns heute eine AMD-CPU an, über die meiner Meinung nach viel zu wenig geredet wurde und die für meinen Geschmack einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Gemeint ist der Ryzen 7 5800X 3D, also die neue Variante mit 3D-Cache. Und ja, ich weiß, das Teil ist jetzt nicht gerade gestern erschienen, aber wir planen halt aktuell einen Full-AMD-PC-Build und so ist mir das Teil in die Hände geraten. Und ich muss sagen, ich bin einfach wirklich geflasht von der CPU und darum habe ich mich dazu entschieden, ein Video dazu zu machen. Einfach weil es eine super spezielle, super interessante und wahnsinnig schnelle CPU ist, die man auf jeden Fall kennen sollte. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, für Intel wird es wirklich mehr als eng. Ob die AMD-CPU Intel sogar vom Gaming-Thron holen kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Auf den ersten Blick wirkt die CPU erstmal relativ unspektakulär. Wir haben 8 Kerne und 16 Threads wie beim normalen 5800X und die Taktrate ist mit 3,4 GHz Basis und 4,5 GHz Turbotakt sogar ein gutes Stück geringer. Trotzdem soll die CPU laut AMD der weltweit schnellste Gaming-Prozessor sein und das aufgrund des aufgebohrten Caches. Denn statt den üblichen 32 MB gibt's jetzt zusätzlich nochmal 64 MB L3 Cache obendrauf, also insgesamt halt riesige 96 MB. Und das muss man sich erstmal richtig vor Augen führen, wie groß dieser Cache wirklich ist. Denn er wird von AMD tatsächlich quasi auf die CPU aufgesetzt oder gestapelt, darum auch der Name 3D V-Cache. Der zusätzliche Cache alleine ist 41 Quadratmillimeter groß, der gesamte 8-Kern-Die mit 81 Quadratmillimetern gerade mal knapp doppelt so groß. Wirklich beeindruckend ist aber auch die schiere Anzahl an Transistoren. Die zusätzlichen 64 MB L3 Cache haben 4,7 Milliarden Transistoren, die 8 Kerne plus den normalen 32 MB Cache gerade mal 4,1 Milliarden. Und da merkt man, dass die Aussage, es ist ein 5800X mit größerem Cache, das Ausmaß der CPU nicht wirklich beschreiben kann. Aber was bringt L3 Cache eigentlich? Der Level 3 Cache ist in erster Linie dazu da, um Daten, auf die die CPU zugreifen muss, zwischenzuspeichern und ihr besonders schnell zur Verfügung zu stellen. Besonders schnell heißt hier extrem hohe Bandbreite und extrem niedrige Latenz. Denn alles, was nicht in den Cache passt, muss in den RAM und der ist halt im Verhältnis viel langsamer und natürlich auch viel weiter weg. Einfach mal zum Vergleich. Zwischen CPU und RAM herrscht üblicherweise eine Latenz von 60 bis 70 Nanosekunden, beim Level 3 Cache ist es irgendwas um die 10 Nanosekunden. RAM, zumindest der noch übliche DDR4-Speicher, kommt auf knapp 50 GB pro Sekunde Leserate, der Level 3 Cache im Ryzen auf etwa 600 GB pro Sekunde. Und dieser größere Cache soll sich eben vor allem in Spielen extrem positiv auswirken. AMD hat Performance-Zuwächse um die 40% versprochen, also Gains, die wir im CPU-Bereich sonst nie sehen. Und genau das werden wir jetzt gleich testen. Zum Einsatz ist die CPU bei uns auf einem Mainboard von Asus ROG gekommen, dem Crosshair 8 Hero Wi-Fi, ein super schickes Oberklasse-Board, was alle Funktionen und Features bietet, die man für so ein System brauchen könnte, ein cooles RGB-beleuchtetes Metallic-Cover mit integriertem I/O-Shield und gut gekühlter 16-phasiger Spannungsversorgung, außerdem insgesamt 4 RAM-Slots für DDR4-Speicher bis zu 4800 MHz und 2 gekühlte M.2-Steckplätze. Es gibt 3 PCI Express 4.0 X16 Slots, wovon 2 sogar zusätzlich verstärkt sind und einen PCI Express 4.0 X1 Slot. Außerdem gibt's 8 4-Pin-Anschlüsse für Lüfter und 4 Asus Aura-fähige RGB-Anschlüsse. Auch RGB-Enthusiasten kommen also voll auf ihre Kosten. Es gibt 2,5 Gigabit LAN, USB 3.2, einen High-End-Audio-Chip und eine super praktische USB-BIOS-Flashback-Funktion. Den Link zum Board findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten als GPU eine RTX 3080 Founders Edition, DDR4-Speicher mit 4000 MHz und eine 240 mm große H100i Elite AIO Wasserkühlung von Corsair. Als erstes waren dann wie immer die Anwendungsbenchmarks an der Reihe, das heißt sowas wie Cinebench, Blender und so weiter, und das ist dieses Mal auch wirklich interessant. Denn in Cinebench R15 zum Beispiel erreicht der 5800X3D 248 Punkte im Single und 2503 Punkte im Multicore und ist damit halt einfach in beiden Disziplinen ein bisschen schlechter als die normale 5800X-Variante ohne 3D-Cache.
Im neueren Cinebench R23 sieht's genau gleich aus. i9-12900K und Ryzen 9-5950X führen hier weiterhin die besten Listen an. Und auch im BMW-Benchmark von Blender positioniert sich der 5800X3D leicht hinter dem Modell ohne 3D-Cache. Den Grund sehe ich persönlich darin, dass die Anwendungen halt null auf den Cache gehen, ganz im Gegensatz zu Spielen, und dann kommt halt eher die Taktrate zum Tragen und die ist beim 5800X3D halt ein bisschen geringer. Daher auch die schwächeren Punktzahlen im Vergleich zum Basismodell. Darum hätte ich gesagt, langweilen wir uns auch nicht weiter mit den Anwendungsbenchmarks, hier gibt's wirklich kaum Überraschungen, und kommen wir direkt zu den Spieletests, denn damit wird die CPU ja auch beworben. Laut AMD soll sie die weltweit schnellste Gaming-CPU sein. Getestet haben wir wie üblich bei den CPU-Benchmarks in 720p auf höchsten Grafikeinstellungen, einfach damit wir nicht ins GPU-Limit laufen, sondern schön die Unterschiede zwischen den CPUs rausarbeiten können. Bringt niemandem was, wenn die Grafikkarte limitiert und am Ende alle CPUs gleich schnell sind. Als erstes war dann Shadow of the Tomb Raider an der Reihe, da erreichen wir durchschnittlich 296 Bilder pro Sekunde und das ist mit Abstand das beste Ergebnis, was wir hier jemals erreicht haben. Der 5800X3D ist damit in dem Benchmark einfach 56% schneller als der 5800X ohne 3D-Cache und immerhin 30% schneller als die schnellste Intel-CPU, die wir jemals testen konnten, der Core i9-12900K. Wirklich mega beeindruckend, ich konnte es kaum glauben beim Testen, sodass wir den Test mehrmals wiederholt haben, aber der Prozessor ist halt wirklich so schnell. Als nächstes war dann der integrierte Benchmark von Far Cry 5 an der Reihe und hier erreichen wir mit dem 5800X3D sage und schreibe 226 Bilder pro Sekunde, wieder das beste Ergebnis, was wir jemals erreicht haben, ganze 48% schneller als der normale 5800X und 40% schneller als die schnellste Ryzen CPU, die wir bisher testen konnten, der Ryzen 9 5950X. Ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man nicht immer mit der Brechstange an die Taktraten muss, um mehr Leistung rauszuholen, sondern es auch deutlich elegantere und effizientere Wege dafür gibt. In dem Benchmark wird der i9-12900K um knapp 17% geschlagen. Weiter ging es dann mit Rainbow Six Siege, da erreichen wir mit dem Ryzen 632 FPS. Wer hätte es gedacht, wieder der beste Wert, den ich in dem Benchmark je gemessen habe. 28% schneller als der normale 5800X, 31% schneller als der Ryzen 9 5950X und immerhin 7% schneller als der 12900K. Dass der neue Ryzen sich nicht immer direkt an die Spitze setzen kann, beweist aber der nächste Benchmark, Assassin's Creed Origins. Da erreichen wir mit dem Prozessor nämlich 158 Bilder pro Sekunde, womit er es nur auf Platz 2 schafft. Der 12900K ist hier mit 162 FPS ganze 3% schneller. Trotzdem liegt der Vorsprung gegenüber dem normalen 5800X bei knapp 22%, einfach nur durch den größeren Cache. Zum Abschluss haben wir dann aus allen Spiele-Benchmarks noch ein kleines Performance-Rating für euch zusammengestellt, das heißt der Durchschnitt aus allen Spielen in einem Schaubild zusammengefasst und man sieht hier schön, wie stark der 5800X3D wirklich ist. Denn in unserem Ranking setzt er sich wirklich an den obersten Platz, AMD hat hier nicht so viel versprochen, die CPU ist wirklich wahnsinnig schnell, ich meine, ihr seht es ja selbst und ich denke, so viel mehr gibt's dazu auch gar nicht zu sagen, die Zahlen sind ja wirklich selbsterklärend. Noch ein paar Worte zur Stromaufnahme und den Temperaturen. In unseren Tests hat der 5800X3D sich maximal 130 Watt genehmigt und ist zumindest in Spielen auch angenehm kühl geblieben, meistens so um die 60 Grad. Bei Multicore-Last im Cinebench R23 stehen dann aber auch relativ schnell 80 Grad und mehr auf der Uhr, kennt man ja vom 5800X, hier muss halt die gesamte TDP über einen einzelnen CPU-Die abgeführt werden. Der Ryzen 7 5800X3D ist eine wirklich sehr spezielle CPU. In Anwendungen und Multicore-Benchmarks ist er in den meisten Fällen ein bisschen langsamer als ein normaler 5800X. Wer also viel rendert oder ähnliche Aufgaben für die CPU hat, fährt mit einem Ryzen 9 5900 oder 5950X deutlich besser. Auch preislich, denn der 5800X3D kostet aktuell 480 Euro, knapp 90 Euro mehr als ein Ryzen 9 5900X und nur 30 Euro weniger als ein 5950X. Die reine Spiele-Performance der CPU ist aber einfach brachial, der 5800X3D ist ohne Frage aktuell die schnellste Gaming-CPU und ich bin wirklich beeindruckt, wie viel mehr Leistung AMD hier nur durch den Cache rausholen konnte. Ich meine, das Teil ist halt schneller als ein Intel Core i9-12900K und damit habe ich persönlich wirklich nicht gerechnet.
Aber an der Stelle interessiert mich natürlich auch mal wieder eure Meinung zu dem Teil. Wie findet ihr die CPU und könntet ihr euch vorstellen, eine im System zu haben? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.